Hallo und einen wunderschönen guten Tag zusammen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks mit einem Replay von einem Panzer, den ich so noch gar nicht gezeigt habe. Das ist mir irgendwie, ist mir der, ja, ich weiß auch nicht, verloren gegangen oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall handelt es sich hierbei um den T95E2. Und wenn ihr euch jetzt fragt, so, was ist denn das für ein Panzer? Den kenne ich ja gar nicht. Ja, der ist gar nicht so häufig anzutreffen, weil diesen Panzer, diesen T8, Premium-Panzer der Amerikaner, den gibt es für das Werbt einen Freund-Programm. Das ist so dann die letzte Stufe. Also wenn ihr, ich glaube, 1 Million EP zusammen gefarmt habt oder eher alleine, der Freund, den ihr angeworben habt, dann bekommt man diesen Panzer. Ist eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Und ich glaube, dass das mittlerweile, dieses Programm, so ein bisschen untergegangen ist. Aber meines Wissens Standes gibt es das immer noch. Also könnt ihr euch immer noch daran beteiligen und damit neue Leute zu World of Tanks bringen. Geht natürlich auch, wenn jemand einen zweiten Account erstellt. Kann man auch vielleicht ja mal so dazu erwähnen. Also von dem her, ihr müsst nicht unbedingt jemanden suchen, der neu anfängt, sondern der einfach einen neuen Account macht. Auf welche Art und Weise, das ist ja wieder was anderes. Ja, wir haben hier ein 8er, 7er, 6er Gefecht. Karte ist feuriger Bogen. Im Modus Begegnung. Dann schauen wir mal, was er hier so treibt. Hinten hartes Pingen. Ja, weil diese Stelle hier hinten natürlich auch mittlerweile extrem überladen ist von Möchtegern-Snipern. In dem Fall sehen wir KV-2, IS-3, noch ein KV-2. Also, naja, das ist da auch ein bisschen eine kleine Unart. Aber jetzt schauen wir mal nicht auf die da zurückliegen, sondern auf die Gegner, die hier noch hoffentlich kommen. Und da unten fangen jetzt schon die ersten langsam an aufzuploppen. Ganz hinten ist ein Jagdpanzer schon offen. Der AMX-12T und hier oben dann der IS-3. Da trifft er. So, jetzt muss er natürlich auch immer ein bisschen auf die Arti hier aufpassen, die hier im Spiel ist. Aber er hat eine gute Gun Depression, wie man sieht. Damit kann man schon arbeiten. Und dann trifft er jetzt den TVP. Der IS-3. Da ist aber nochmal ein IS. Den trifft er. Vielleicht mal ganz kurz zu den Schüssen. 240 Schaden mit 181 Durchschlag. Oder mit Premium 240 Schaden mit 250 Durchschlag. Also auch das muss man natürlich wissen für so einen Panzer, den man nicht so häufig sieht. Wie viel habe ich denn da zu erwarten, zu befürchten? Jetzt sieht er den leider da nicht mehr. Und jetzt noch einer und dann hätte er ihn weg. Ah, schade, wieder zu. Eins sollte man aber auch sagen, es ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, kein ganz normaler Premium-Panzer. Also, der hat zwar mehr Besatzungserfahrung und der könnte jegliche mittlere amerikanische Crew einsetzen. Aber wenn ich mich nicht täusche, er hat kein verbessertes Credit-Einkommen. Also das, bitte korrigiert mich in den Kommentaren, falls ich hier falsch liege, weil ich habe den selber, den Panzer, nicht. Aber ich meine, das gehört zu haben, dass er eben kein verbessertes Credit-Einkommen hat. Trotzdem aber immer schön, so einen Exoten zu haben und vielleicht auch selber mal zu besitzen. Jetzt macht er hier auch einen schönen Spotting-Schaden bzw. einen Spotting-Job. Jetzt muss nur noch die Arti hier mal reinhalten. Oder er geht auf den Jagdpanzer da drüben. Ja, da, oder die Su auch, die kann man gut nehmen. Ja, schön. Jetzt ist er alleine hier auf dem Hügel. Das ist eher unschön. Ja. So, Ladeschütze musste jetzt wieder ins Spiel gebracht werden.
seine Art ist ja tot, also von dem her kriegt er auch keine Unterstützung mehr. Da kann er lange warten. Jetzt muss er hoffentlich schauen, dass da zumindest von unten die Leute wenigstens draufhalten. Der Oho, der kommt jetzt schnellen Schrittes auf ihn zu. Der lässt sich jetzt hier ein bisschen zurückfallen, ist jetzt hier eigentlich in der Lage gewesen, den selber rauszunehmen, aber hat dann ein bisschen Pech gehabt, dass er da nicht durchschlagen hat und dementsprechend leider kein Kill. Aber den Job, den er hier für sein Team tut, sehr, sehr wichtig. Weil ohne ihn wäre der Hügel hier schon lang gefallen. Der Gegner könnte viel besser wirken. Also das ist schon sehr, sehr gut, was er hier macht. Der IS-3, der traut sich auch nicht so wirklich auf ihn drauf zu fahren. Auch der hat natürlich die Thematik der Hitpoints. Jetzt hat er eigentlich geschossen, könnte vielleicht dann nochmal einen draufsetzen. Jetzt hat... Ja. Der war zwar teuer, weil er dabei dann nochmal zwei Treffer bekommen hat, aber weg ist weg und jetzt kann er sich hier ein bisschen entspannter austoben, sag ich mal. Und endlich auch den ersten Kill. Auch das ist ja mal schön so fürs eigene Ego. So, mittlerweile führt sein Team erstmalig 7 zu 6, wenn ich mich nicht täusche. Da jetzt wieder auf die Su. Die Su trifft er hier schön. Ah, ganz schwierig jetzt so zu treffen. Jetzt kommt sie Gott sei Dank ein bisschen zurück. Daher kommt er da besser drauf. So, und das hat sie jetzt gemerkt, dass das nicht so clever ist, da vorzufahren. Deswegen hat sie sich zurückzufahren. Deswegen fahrt sie wieder ein Stück vor. So, der Jagdpanther, ein schönes Ziel. Und der zweite Kill. Fein. Und jetzt 11 zu 7. Jetzt kristallisiert sich da hier eine deutliche Führung heraus. Ah, schade. Er hat hier eigentlich schön eingeaimt. Hat sich hier auch Zeit gelassen, so wie er das die ganze Zeit macht. Das macht er sehr gut. Überhastet hier das Spiel nicht. So, jetzt ist er offen. Aber der IS, der interessiert sich sowieso nicht für ihn. Der TVP wurde jetzt geholt. Und da ist der Killshot. Und da drüben jetzt noch ein voller Tiger. Und eine Arti ist noch am Leben. Ja, die Arti ist dahinterhalb, da kommt er nicht mehr drauf. Aber auf den Tiger, da kann er noch ein bisschen schießen. Der Tiger hat ihn jetzt auch gespottet. Und bevor er da was machen kann, wird er schon zerstört. Und die Arti sollte kein Problem mehr werden. Ja, da muss ich sagen, es war eine sehr feine Runde, weil er das hier fürs Team wirklich am Hügel fantastisch gemacht hat. Also so viele hier zu beschäftigen und aufzuhalten, das muss man erstmal bringen. Den Damage und die XP stehen auf seiner Seite. Ja, damit habe ich fertig. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald, euer Alcaramba.